Hallo, in diesem Video werde ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie das Delta-Zeichen mit einer Tasteneingabe einfügen. Zunächst gehen Sie hier oben auf die Registerkarte Einfügen und dann rechts außen auf den Button Symbol. Dann öffnet sich das Symbolfenster und hier geben Sie dann beim Zeichencode die Kombination 2206 ein. Dann wird das Delta-Zeichen markiert und wir klicken auf den Button Einfügen und dann auf Schließen. Sehen Sie es hier einmal das Delta-Zeichen. Da markieren wir dann einmal die Zelle und hier oben in der Funktionsleiste markieren wir einmal das Delta-Zeichen und dann drücken Sie die Tastenkombination Steuerung C. Also wir kopieren das Delta-Zeichen. Im Anschluss gehen wir hier oben auf Datei und dann unten auf Option. Wenn Sie eine ältere Excel-Version haben, dann heißt es hier Excel-Option. Dann gehen wir einmal auf Dokumentprüfung und wir gehen auf den Button Autokorrekturoption. Dann sehen Sie jetzt hier zwei Felder, einmal ersetzen und durch. Bei ersetzen, da geben wir jetzt ein Klammer auf Delta und Klammer zu. Das muss jetzt nicht explizit Delta sein, also das kann auch irgendein anderes Wort sein, was Sie sich leicht merken können. Dann setzen wir den Cursor auf durch und drücken hier die Tastenkombination Steuerung V und fügen auf diese Weise das Delta-Zeichen ein. Dann klicken wir auf den Button Hinzufügen, klicken auf OK und wir klicken nochmal auf OK. Wenn Sie jetzt in einer Zelle dann einfach Delta jetzt eingeben mit Klammer auf und Klammer zu, Delta, Leerzeichen, dann erscheint auch schon einfach das Delta-Zeichen. Speichern Sie die Excel-Mappe ab und dann ist das sozusagen in jeder Excel-Mappe, die Sie dann auf Ihrem Computer öffnen, auch mit dieser Tastenkombination vorhanden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Hallo, in diesem Video werde ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie das Durchschnittszeichen mit einer Tasteneingabe generieren. Zunächst klicken Sie auf die Registerkarte Einfügen. Im Anschluss weiter rechts einmal auf den Button Symbol. Hier sehen Sie dann die ganzen Symbolzeichen. Und unten bei dem Zeichencode, dort geben Sie die Kombination 00D8 einmal ein. Und dann wird hier auch schon gleich das Durchschnittszeichen markiert. Klicken wir jetzt hier einmal auf den Button Einfügen und wir klicken auf den Button Schließen. Dann sehen Sie, haben wir hier einmal das Delta-Zeichen. Diese Zelle markieren wir und oben in der Funktionsleiste markieren wir mit dem Mauscursor einmal das Durchschnittszeichen und wir drücken die Tastenkombination Steuerung C und kopieren das Ganze. Im Anschluss klicken wir hier einmal auf Datei und dann ganz unten auf Option. Wenn Sie eine ältere Excel-Version haben, heißt das Ganze hier Excel-Option. Die Funktion ist allerdings die gleiche. Dann öffnet sich das Fenster mit den Excel-Optionen und hier klicken wir dann auf Dokumentprüfung und auf den Button Autokorrekturoption. Dann sehen Sie, haben wir hier zwei Felder, einmal ersetzen und durch. Bei ersetzen, da geben wir jetzt einmal ein, Klammer auf, DS und Klammer zu. DS habe ich hier jetzt einfach ausgewählt für Durchschnitt. Sie können natürlich auch irgendwas anderes eintragen. Also es muss nicht exakt dasselbe Wort sein. Irgendetwas, was Sie sich leicht merken können. Klicken wir auf Durch. Und hier geben wir jetzt die Tastenkombination Steuerung V ein. Damit fügen wir dann das kopierte Durchschnittszeichen ein. Und wir klicken auf den Button Hinzufügen. Klicken wir auf OK. Und wir klicken nochmal auf OK. Und wenn wir jetzt an einer freien Zelle einfach Klammer auf, DS Klammer zu eingeben und dann Leerzeichen oder Enter, dann erscheint auch schon automatisch das Durchschnittszeichen. Wenn Sie die Excel-Mappe jetzt einmal abspeichern, dann wird das in jeder Excel-Datei, die Sie öffnen, wird diese Funktion dann hier einmal vorhanden sein. Also immer wieder, wenn Sie Klammer auf und dann DS Klammer zu und dann Enter oder Leerzeichen eingeben, wird dann das Durchschnittszeichen erscheinen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Hallo, in diesem Video zeige ich Ihnen einmal, wie Sie das Summzeichen in Excel generieren. Zunächst klicken Sie hier oben auf die Registerkarte Einfügen
Und rechts außen finden Sie hier einen Button mit der Beschriftung Symbol. Dann öffnet sich hier das Fenster. Hier sehen wir jetzt bereits das Zoom-Zeichen. Sollten Sie das zum Beispiel noch nicht in Ihrer Ausführung sehen, geben Sie hier unten bei dem Zeichencode einfach die Kombination 2211 ein. Und dann kommen Sie automatisch zu dem Zoom-Zeichen. Dann klicken wir hier einmal auf Einfügen und auf den Button Schließen. Dann sehen Sie, haben wir jetzt hier einmal das Zoom-Zeichen eingefügt. Und wir markieren jetzt einmal die Zelle. Dann markieren wir hier oben in der Funktionsleiste das Zoom-Zeichen und wir drücken die Tastenkombination STRG C, also einmal für Kopieren. Danach gehen wir einmal auf Datei und wir klicken hier unten einmal auf Option. Bei älteren Versionen heißt das Ganze Excel-Option. Dann sind wir jetzt hier einmal in den Excel-Optionen drin und wir klicken hier auf Dokumentprüfung. Und dann auf den Button Autokorrekturoption. Und hier sehen Sie jetzt ein Feld einmal mit Ersetzen und einmal durch. Bei Ersetzen, da schreiben wir jetzt einmal hier Klammer auf SUM, also Englisch für Summe. Und bei durch, da drücken wir jetzt die Tastenkombination STRG V und fügen somit das Summzeichen ein. Natürlich können Sie hier auch ein beliebiges Wort eintragen. Ganz egal, was das ist. Also es muss jetzt hier nicht mit Klammer auf und Klammer zu sein. Einfach etwas, was Sie sich leicht merken können. Wenn Sie dies erledigt haben, dann klicken Sie auf den Button Hinzufügen. Und wir klicken auf OK. Und dann klicken wir nochmal auf OK. Und wenn Sie jetzt in einer freien Excel-Zelle sind und dann einfach über die Tastatur Klammer auf, SUM, Klammer zu und dann zum Beispiel Leerzeichen schreiben, da erscheint dann das Summzeichen. Das Ganze geht natürlich auch mit Klammer auf, SUM, Klammer zu, Enter und das Zoom-Zeichen existiert. Wenn Sie dann die Excel-Mappe einfach abspeichern, dann wird in jeder einzelnen Excel-Version, die Sie dann öffnen, immer wieder mit derselben Tastenkombination das Zoom-Zeichen hervorgerufen werden. Also Sie müssen das nicht permanent immer wieder neu anlegen. Und das war's dann auch schon. Viel Spaß beim Ausprobieren! In diesem Abschnitt werde ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie ein Dashboard optimal einrichten bzw. permanent eine Vorlage enthalten. Zunächst markieren Sie sich einmal 12 Spalten. So, jetzt haben wir hier einmal die 12 Spalten drin. Da setzen wir dann jetzt vom Rahmen her einmal eine Rahmenlinie unten. Und dann werden wir hier einmal 36 Zeilen markieren. Da setzen wir dann eine Rahmenlinie für die rechte Seite und hier wiederholen wir das Ganze nochmal. 36 Zeilen, nochmal die Linie außen und dann ganz außen setzen wir hier auch nochmal die Linie für unten. So, das bedeutet letztendlich, wir haben jetzt hier einmal eine Art Tabellenrahmen erschaffen, der insgesamt 960 Pixel breit ist und 720 Pixel hoch. Das sollte immer sozusagen einmal Ihre Vorlage bzw. Template sein, wo Sie sämtliche Dashboards einmal einbinden können. Weil der Hintergrund ist, ein DIN A4 Blatt hat exakt diese Breite bzw. Höhe. Des Weiteren haben Sie damit auch die optimale Breite bzw. Höhe erschaffen, wenn Sie die Daten mal rüber nach PowerPoint kopieren möchten. Das werden wir gleich nochmal im Anschluss mit der Excel-Kamera übernehmen. Als nächstes sollte das Ganze so sein, dass hier oben, hier steht dann die Botschaft, das verbinden wir einmal, setzen das Ganze linksbündig, zentriert, machen hier Schriftgröße 14. Hier drunter kommt dann einmal der Firmenname. Da kommt dann einmal die Bezeichnung, was es ist. Das sollten Sie dann einmal hier fett markieren und alles, was dahinter kommt, also beispielsweise in 1000 Euro, als Beispiel, das machen Sie dann wieder in der normalen Schrift und hier drunter geben Sie dann den Zeitraum an. So, machen wir hier noch mal drüber. Hier steht die Botschaft. Und hier setzen wir auch nochmal eine Linie sozusagen drunter.
Und dann ist das Prinzip sozusagen einmal aufgebaut nach vier Fenstern. Ich minimiere das Ganze mal hier, dass es etwas kleiner ist, so damit Sie sehen, in welchem Rahmen wir uns hier insgesamt bewegen. Das schiebe ich hier einmal rüber. Und die vier Fenster für einen Bericht, die sollten jetzt wie folgt aufgebaut sein. Markieren wir einmal das erste Fenster heraus. Da nochmal einen Rahmen drum, verbinden das. Und hier sollten die isolierten Werte einmal stehen. Also es könnte dann beispielsweise der einzelne Monat sein oder die einzelne Woche oder der einzelne Tag. Rechts daneben, da zeigen Sie dann die kumulierten Werte, also sprich die Year-to-Date-Werte an, inklusive eines Forecastes. Also nach anderen Worten, wo geht die Reise hin? Also Unterschied zwischen einer Hochrechnung und Forecast ist einfach der, eine Hochrechnung, die ist kalkuliert, also die basiert sozusagen einmal auf das Mathematische, also einem Trend sozusagen, und der Forecast ist immer erfragt. Also es wird immer davon ausgegangen, dass der beste Bericht der ist, der mal halb fertig ist. Das bedeutet, der Controller bereitet den Bericht sozusagen einmal vor und bespricht ihn dann sozusagen mit dem verantwortlichen Manager. Und der gibt dann sein Statement einmal dazu ab, also ein Forecast, dass er sagt, er hat zum Beispiel in den nächsten Monaten eine Marketingaktion geplant oder er schafft eine neue Produktlinie, die bis dahin sozusagen auftaucht. All das sind so diese Punkte, die dann innerhalb dieses Gesprächs einmal stattfinden sollten. Dann machen wir hier noch einmal einen Fensterbereich rein. Und hier sollten Sie dann eine sogenannte Entwicklung einmal anzeigen von dem jeweiligen Verlauf. Das kann entweder der Umsatzverlauf sein oder auch mit Deckungsbeiträgen. Und ich würde das immer vorziehen im Gegensatz zu Tachos bzw. Ampeln. Dafür einfach folgenden Hintergrund. Stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Manager in Ihrem Team. Der erste Manager, der erzielt einen Gewinn von 1 Million Euro. Und wenn Sie jetzt mit Ampeln arbeiten würden, da würde die Ampel jetzt entsprechenderweise also ein grünes Licht zeigen. Und der andere Manager, der hat einen Wert von minus 5 Millionen. Und nehmen wir an, da arbeiten Sie dann mit einem Tacho oder auch einer Ampel, wären Sie hier im roten Bereich. Und das ist dann erstmal nur die Momentaufnahme. Und wenn Sie das Ganze mit Entwicklung anzeigen würden, da würden Sie zum Beispiel erkennen, dass der Manager A, der also 1 Million Euro Gewinn erzielt hat, dass der bei plus 10 Millionen angefangen hat und dann innerhalb von einem Jahr auf 1 Million gefallen ist. Und der Manager B, der mit dem minus 5 Millionen, der hat bei einem Verlust von minus 10 Millionen angefangen und dann innerhalb eines Jahres ist er auf minus 5 Millionen gekommen. Das bedeutet, er hat die Verluste halbiert. Und das ist sozusagen dann eine viel größere Aussagekraft, wenn ich das in Form anhand von Entwicklung sozusagen darstelle. Und in dem anderen Fenster, das könnten wir beispielsweise einmal noch ein bisschen aufreißen. Hier könnte man zum Beispiel ein Balkendiagramm einmal integrieren. Balkendiagramm mit Formeln zum Beispiel. Das lernen Sie dann in dem Abschnitt mit dem Balkendiagramm als Formeln in Euro bzw. Prozentwerten. Und hier in dem Bereich, da hätten Sie dann auch noch entsprechenderweise Platz für Kommentare und denken Sie dabei an Hänsel und Gretel, also mit anderen Worten Clustering, die sogenannte Dreierregel, also nicht mehr als drei Punkte. Dahin. Und hier unten, da machen wir das Ganze dann in Schriftgröße 9. Hier sollten Sie die Quelle dann einmal einsetzen. Und da stehen dann einmal die Kontaktdaten des sogenannten Berichterstellers und Sie sollten auch hier nochmal das Warenwirtschaftssystem nennen, also sprich, woher kommen die Daten, die da hier erfasst worden sind. Bevor wir das Ganze abschließen, ziehe ich jetzt noch einmal zusätzlich an jeder Seite einen Abstand von 3 Pixeln. So, einmal hier, einmal hier und dann noch einmal hier. Und das machen wir auch noch einmal unten. So, und wenn ich das habe, dann richten wir die Seite jetzt entsprechenderweise noch über den Seitenumbruch Vorschau ein. Das machen wir hier bei Ansicht, Umbruch Vorschau. Und wir ziehen die blauen Linien mit diesen Abstandslinien von den 3 Pixeln dazu.
Dann gehen wir einmal auf die Seitenansicht und wir richten hier noch einmal die Seite ein. Dann gehen wir hier auf Seite einrichten. Wir machen horizontal, wir machen links einen Abstand von 0,3, rechts einen Abstand von 0,3 und 0,5 und oben 0,5. Dann machen wir Papierformat, sagen hier den Punkt anpassen, eine Seite breit und eine Seite hoch und den Punkt bei Querformat. Klicken wir auf OK. Und damit haben wir sozusagen dann hier einmal das Raster, dass es sozusagen auch exakt aufpasst auf ein reines DIN A4 Blatt. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Abstand, je nachdem, welchem Drucker Sie sozusagen haben, dass hier auch die Ränder noch einmal zusätzlich mit berücksichtigt werden. Nehmen wir mal zurück. Und jetzt nehmen wir noch die Gitternetzlinien einmal hier raus. Das heißt, wir bleiben hier im Registerkarte auf Ansicht, deaktivieren einmal hier den Haken. So, und damit haben wir dann sozusagen einmal unseren Bereich. Ich ziehe nochmal zwei Rahmen drumherum. So, und jetzt zeige ich Ihnen dann noch einmal den Trick mit der sogenannten Excel-Kamera. Sie finden hier oben im Menü einmal so ein Minus mit einem Pfeil, der nach unten zeigt. Da klicken wir einmal drauf. Dann klicken wir einmal auf Weitere Befehle. Und hier bei Befehle auswählen, da klicken wir dann auf dem Dropdown-Menü auf alle Befehle. Dort einen kleinen Moment. Und hier markiere ich irgendeinen Bereich und drücke auf der Tastatur dann den Buchstaben K. Dann komme ich zur Kamera und klicke hier auf den Button Hinzufügen. Dann schaltet die Kamera hier in dem rechten Feld. Ich bestätige das einmal mit OK. Dann habe ich hier die Kamera. Und wenn ich jetzt mit PowerPoint arbeiten möchte, kann ich die Excel-Kamera dafür sehr gut einsetzen. Einmal klicke ich hier auf PowerPoint, mache jetzt eine neue Folie auf. Leere Präsentation. Da löschen wir dann einmal hier den Titel raus und auch den Untertitel, den brauchen wir nicht. Da speichern wir jetzt einmal ab. Speichern wir das einmal hier auf den Desktop. Einfach als Präsentation 1. So, und jetzt mache ich das Ganze wie folgt. Ich nehme sozusagen hier, ich arbeite jetzt mit den Pfeiltasten weiter in Excel, gehe ganz in die Ecke, also in den kleinen Rand, halte hier die Shift-Taste gedrückt, jetzt bewege ich die Pfeiltaste weiter nach rechts, nehme auch hier den kleinen Rand nochmal mit von den 3 Pixeln und ziehe das Ganze einmal nach unten. Jetzt klicke ich hier auf die Excel-Kamera und dann sehen Sie schon, ist das Ganze hier so, als ob das kopiert wäre. Ich gehe auf PowerPoint. Klicke die Folie an und ich klicke nicht auf den Button Einfügen, sondern dort drunter auf den kleinen schwarzen Pfeil, der nach unten zeigt. Dann auf Inhalte einfügen, setze den Punkt auf Verknüpfung einfügen, markiere nochmal Microsoft Excel Arbeitsmappe Objekt und wir klicken auf OK. Dann passe ich das Ganze hier nochmal auf meine Folie an. So. Klick dann hier auf die Grafik nochmal mit der rechten Maustaste drauf und sag dann Verknüpfung aktualisieren. Dann speichere ich das Ganze. Wir schließen die PowerPoint-Datei. Hier drücke ich dann Escape, damit die Kamera sozusagen einmal deaktiviert ist. Und wenn ich jetzt in der Botschaft etwas Neues reinschreibe, etwas Neues, dann speichern wir die Datei einmal. Und jetzt mache ich dann wieder PowerPoint einmal auf. Da ziehen wir uns die Datei hier einfach von den Desktop. Und PowerPoint fragt mich dann, ob ich die Verknüpfung aktualisieren möchte. Das bestätige ich dann. Und dann sehen wir hier oben, dass jetzt hier auch die Botschaft entsprechenderweise einmal verändert worden ist. Und so kann ich dann auch meinen Bericht aufbauen. Also ich kann hier x-beliebige Folien sozusagen einmal mit einbinden und immer wenn ich aus meinen Templates in Excel etwas ändere und dann die PowerPoint-Präsentation aufmache und dann auf Verknüpfung aktualisieren klicke, da aktualisieren sich dann auch automatisch die Werte. Das heißt, ich muss also nicht permanent Copy und Paste hier einmal aktivieren und spare somit eine Menge Zeit. Und das ist dann einmal der Trick mit der Excel-Kamera und wie ein Template sozusagen eingerichtet werden sollte. Hallo, in diesem Excel-Tipp zeige ich Ihnen einmal, wie Sie automatisch Pfeile in einer Tabelle bei den höchsten Abweichungswerten generieren können.
Hier sehen Sie einmal eine Tabelle mit Ist- und Vorjahreswerten und den dazugehörigen Abweichungen. Zunächst benötigen wir in einer Hilfsspalte eine Formel, um jetzt festzustellen, welches der höchste Abweichungswert ist. Dies machen wir mit der Formel K kleinste. Jetzt zeigt Excel hier die Matrix an. Die Matrix, damit markieren wir jetzt hier einmal die Abweichungswerte. Semikolon. Und K kommt hier aus dem Englischen von Rank, also im Endbuchstaben K, und fragt sozusagen die Position ab. Das ist hier die 1. Damit sagen wir dann aus, dass er sozusagen den kleinsten Abweichungswert anzeigt. Also von der Position her die Nummer 1. Klammern zu und wir bestätigen mit Enter. Und dann sehen wir hier minus 9. Und minus 9 ist auch der höchste negative Wert aus dieser Tabelle. Das Ganze machen wir jetzt auch nochmal für den Zweitplatzierten, also die zweithöchste negative Abweichung. Wir machen wieder K kleinste. Als Matrix markieren wir hier wieder die Abweichung. Semikolon. Und jetzt geben wir bei K 2 ein, also für den zweithöchst negativen Wert. Und das ist in dem Fall hier oben die minus 5. Im Anschluss gehen wir jetzt hier an die Nebenposition, also da, wo die Pfeile einmal angezeigt werden sollen. Und hier geben wir jetzt einmal eine Wenn-Oder-Funktion ein. Und die erste Funktion ist, wir prüfen sozusagen einmal ab, ob der Abweichungswert hier identisch mit der ersten oder zweiten Position von den höchst negativen Werten ist. Also in dem Fall, wenn oder F5 identisch ist mit H5, Semikolon, oder die andere Variante, wenn dieser Wert hier, also nochmal F5, identisch ist mit dem zweithöchsten negativen Wert. Dann geben wir jetzt folgende Funktionen ein, und zwar einmal das Apostroph, einmal die Gänsefüßchen, und dann machen wir einmal Apostroph, das A dafür, nochmal Gänsefüßchen, Semikolon, und dann zweimal Gänsefüßchen, steht hier für nichts. Und dann Klammer zu, und wir bestätigen mit Enter. Dann sehen wir, dass jetzt hier einmal ein A mit einem Apostroph mit dabei ist. Zentrieren wir noch einmal. Und bevor wir das Ganze hier einmal runterkopieren, setzen wir noch die Dollarzeichen, dass also jeweils die Zelle hier festgehalten wird. Dafür markieren wir einmal mit dem Mauscursor die Zelle H5 und wir drücken dann die Taste F4. Dann erscheinen automatisch die Dollarzeichen. Und wir markieren hier auch die Zelle H6 in der Funktionsleiste. Drücken nochmal die Taste F4 für H6. Bestätigen mit Enter. Und dann kopieren wir das Ganze einmal runter. Und jetzt sehen wir, dass hier an den ersten Positionen jeweils dieses A einmal steht. Also sprich einmal hier für minus 9 und für minus 5. Das entspricht ja auch genau den beiden Werten hier. Jetzt ändern wir das Ganze mal und geben mal hier unten einen anderen Wert ein, zum Beispiel 80. Haben wir dann hier minus 24. Der Wert erscheint dann auch hier oben, weil er jetzt der negativste ist. Und wir haben hier das A mit den Abos drauf. Das ist jetzt allerdings noch kein Fall. Und dafür machen wir Folgendes. Wir markieren einfach diesen Formelbereich hier, also jeweils, wo dieses A mit angezeigt wird. Und dann gehen wir hier auf die Schriftform und wählen hier einfach irgendwo ein freies Feld aus und drücken dann den Buchstaben W auf der Tastatur. Und hier markieren wir dann Winglinks. Und dann sehen Sie jetzt hier schon automatisch die Pfeile. Die Schriftform, die setzen wir jetzt hier auf Rot. Also einfach als Warnhinweis. Und sobald wir jetzt hier beispielsweise einen anderen Wert nochmal verringern, zum Beispiel den hier, den machen wir auf 67, dann erscheint der Pfeil auch automatisch hier. Ja. Können wir noch ein bisschen anpassen, also hier die Spalte ein bisschen minimieren, damit das sozusagen genau auch vom Design her passt. Und damit haben Sie nun automatisch von diesen beiden Werten in der Tabelle werden Ihnen immer diese Werte angezeigt mit den höchsten jeweils negativen Abweichungen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Hallo, in diesem Excel-Video werde ich Ihnen einmal erklären, wie Sie die Summe über mehrere Tabellenblätter ziehen können.
In dieser Excel-Datei sehen Sie einmal hier vier verschiedene Tabellenblätter, in dem Fall Quartal 1, 2, 3 und 4. Und Sie haben jeweils unter der Tabelle immer einen Summenwert. Und den wollen wir jetzt einmal ziehen, dass dieser hier in der Zelle platziert wird. Zunächst machen wir einmal die Variante, die relativ aufwendig ist. Das wäre in dem Fall hier einmal ist gleich. Und dann würden wir die Zellen hier jeweils einzeln einmal addieren. Also das plus das plus die Summe aus dem Quartal 3 und die Summe aus dem Quartal 4. Dies ist allerdings relativ aufwendig, insbesondere dann, wenn Sie 12 oder mehrere Tabellenblätter haben. Es gibt hierfür allerdings auch eine wesentlich schnellere Formel und die zeige ich Ihnen jetzt. Wir gehen einmal hier im Summenblatt auf die ausgewählte Zelle, wo die Summe gestellt werden soll. Und hier geben wir jetzt einmal ein ist gleich und dann machen wir Summe, Klammer auf. Wir wählen das Tabellenblatt Quartal 1 an, also der erste Wert. Und dann wählen wir hier die Summe aus. Und jetzt halten wir die Shift-Taste auf der Tastatur gedrückt und wir wählen das letzte Tabellenblatt einmal aus. Und dann sehen Sie schon, dass Excel hier automatisch einmal nach Quartal 1 kein Ausrufezeichen mehr hat und die Zelle D8 ist auch ebenfalls verschwunden. Dann sagen wir am Ende noch Klammer zu und wir bestätigen mit Enter und damit haben wir dann wesentlich schneller den Wert. Wichtig dabei ist, dass in jedem der einzelnen Tabellenblätter die Anordnung immer gleich ist. Also hier ist die Summe jeweils immer in der Zelle D8 vorhanden. Dies ist unbedingte Voraussetzung, damit die Summe auch einmal gezogen werden kann auf den Gesamtblatt. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Hallo, in diesem Excel-Tipp möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie Sie die kumulierte Summe in einem gestapelten Säulendiagramm erzeugen. Hier habe ich schon mal ein gestapeltes Säulendiagramm vorbereitet. Sie sehen hier in der Spalte F einmal die Summenwerte von den jeweiligen drei Säulen. Als nächstes klicken wir hier einmal auf das Diagramm und dann mit der rechten Maustaste einmal auf Daten auswählen. Hier klicken wir jetzt auf den Button Hinzufügen. Wir nennen das Ganze unter den Reihennamen einmal Summe. Und bei den Reihenwerten ziehen wir die Summenwerte, die hier in der Spalte F stehen. Dann klicken wir auf OK und wir klicken nochmal auf OK. Hier sehen Sie jetzt, dass die Summenwerte einmal hier oben in den lila Säulen enthalten sind. Dann klicken wir hier einmal diese lila Säulen an, klicken auf die rechte Maustaste und wir wählen hier Datenreihen-Diagrammtyp ändern. In Excel 2013 bis 2016 wählen Sie hier unten mal Summe, können Sie über Dropdown-Menü einmal auswählen. Und da wählen wir jetzt einmal das Punktdiagramm aus. Das ist hier. Wenn Sie allerdings mit Excel 2003, Excel 2007 oder Excel 2010 arbeiten sollten, dann können Sie hier in der Grafik direkt einmal auf das Punktdiagramm klicken und diese Säule wird dann verändert. Im Anschluss klicken wir einmal auf OK. Und dann sehen Sie jetzt hier, dass sich entsprechenderweise die vierte Säule als Punktdiagramm verändert hat. Wir klicken hier einmal auf die Werte. Und dann drücken wir die Tastenkombination Steuerung 1. In dem Fall öffnet sich dann einmal das Menü und hier können wir dann auswählen, wo die Werte stehen sollen, anhand von dem Punktdiagramm. In dem Fall wählen wir hier einmal überaus. Und dann sehen Sie, erscheinen jetzt die Summenwerte hier über dem Punktdiagramm. Schließen wir das Ganze. Und jetzt haben Sie hier von den Summenwerten noch die Kreuze jeweils stehen. Die markieren wir. Und wir drücken wieder die Tastenkombination Steuerung 1. Dann öffnet sich wieder das Menü. Und hier werden wir jetzt einmal die Datenpunkte deaktivieren bzw. auf keine setzen. Das machen wir hier über die Markierung. Und dann sehen Sie hier einmal Markierungsoption. Und hier setzen wir den Punkt einmal auf keine. Und dann sehen Sie auch schon, dass hier die Kreuze entsprechenderweise verschwunden sind. Markieren wir zum Abschluss noch einmal die Werte und wir formatieren das Ganze in Fett. Damit haben Sie jetzt einmal hier überhalb der jeweiligen Säulen die Summenwerte zusammengefasst. In der Legende, da wählen Sie einmal noch die Beschriftung Summe hier einmal separat aus und über die Tastatur drücken wir die Taste Entfernen. Und dann haben wir es auch schon. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.
Hallo, in diesem Excel-Tipp zeige ich Ihnen einmal, wie Sie Vor- und Nachnamen aus einer einzelnen Zelle trennen können. Sie sehen hier in vier Zellen einmal insgesamt vier Vor- und Nachnamen. Als nächstes müssen wir die Länge der Zeichen feststellen. Dies machen wir einmal über die Formel Länge. Schreiben einmal das Wort Länge, dann Klammer auf. Und jetzt fragt Excel hier nach dem Text ab. Und das ist in dem Fall hier die zu suchende Zelle, in dem Fall C5. Klammer zu und wir bestätigen mit Enter. Dann sehen wir, dass Excel uns jetzt hier den Wert 10 angibt. Wenn wir uns das Ganze anschauen, Tom besteht aus drei Zeichen. Dann haben wir ein Leerzeichen, sind wir also bei vier Zeichen. Und der Name Schulz besteht aus sechs Zeichen. Also insgesamt beträgt der Vor- und Nachname inklusive Leerzeichen hier eine Länge von 10. Als nächstes suchen wir jetzt hier einmal die Länge des Vornamens aus. Und hierbei nehmen wir auch noch das Leerzeichen mit. Dafür verwenden wir folgende Formel, nämlich die sogenannte Suchfunktion. Tragen wir einmal ein, ist gleich, dann suchen, Klammer auf. Jetzt fragt Excel hier einmal nach dem Suchtext ab. Dafür geben wir dann einmal die Gänsefüßchen oben ein, Leerzeichen und nochmal Gänsefüßchen oben. Damit wird sozusagen das erste Leerzeichen gesucht. Dann einmal Semikolon. Und jetzt fragt Excel nach dem Text ab. Das ist jetzt einmal die Zelle, in der der Vor- und Nachname dran steht. Also hier C5, Semikolon. Und dann fragt Excel hier noch nach dem ersten Zeichen. Das ist in dem Fall einfach die 1. Dann sagen wir Klammer zu und wir bestätigen mit Enter. Und jetzt gibt Excel hier den Wert 4 aus. Schauen wir uns das Ganze einmal an. Tom hat hier einmal drei Zeichen und das Leerzeichen, das entsteht hier an der vierten Stelle. Jetzt brauchen wir noch einmal die Länge des Nachnamens. Und da machen wir das Ganze jetzt wie folgt. Wir subtrahieren einfach einmal die Gesamtlänge mit der Länge des Vornamens. Also einmal 10 minus 4. Und dann haben wir hier einmal 6, weil Schulz besteht hier insgesamt aus 6 Buchstaben. Und damit können wir das Ganze sozusagen jetzt auch einmal auseinanderziehen. So, wir wissen jetzt, dass hier der Name Tom aus insgesamt drei Zeichen besteht. Allerdings bis zum Leerzeichen sind es ja vier Zeichen. Von daher, wir lesen von links nach rechts, machen wir jetzt Folgendes. Wir verwenden die Formel links. Einmal links, Klammer auf. Dann fragt Excel hier nach dem Text ab. Das ist jetzt Zelle C5, also der Suchtext mit der Zelle von dem Vor- und Nachnamen. Semikolon und Excel fragt nach der Anzahl der Zeichen. Das ist in dem Fall hier 4. Klammer zu. Und wir bestätigen mit Enter. Damit haben wir nun schon einmal den Vornamen. Jetzt brauchen wir noch den Nachnamen. Und jetzt kommen wir von der anderen Seite, nämlich von rechts. Und so lautet auch die Formel. Also ist gleich. Dann einmal rechts. Klammer auf. Jetzt schauen wir nach dem Text, das ist wieder die Zelle C5, also wo der Vor- und Nachname einmal drin ist. Semikolon. Und er fragt nach der Anzahl der Zeichen. Und das ist jetzt hier der Wert 6, den wir uns vorher mit der Hilfsformel einmal gezogen haben. Dann sagen wir Klammer zu und wir bestätigen mit Enter. Und damit haben wir dann einmal hier den Vor- und Nachnamen in zwei Zellen aufgetrennt. Das Ganze markieren wir noch einmal und wir kopieren das für die anderen drei Namen einmal runter. Und damit haben wir die Vor- und Nachnamen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren.